Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Wir sind immer noch als kleine Ellie unterwegs und werden von den Jägern gejagt, also von Banditen gejagt, beziehungsweise wir locken die Banditen von unserer Hütte weg, in der Joel im Keller liegt und versucht, sich auszukurieren. Und die Idioten haben unser Pferd erschossen, das heißt, sie müssen sterben. Ein Ferienhaus? Oder ein. Ja, da müssen wir zurück. Ohne Pferd. Nee. Kannst du hier lang? Oder? Nee, da geht's einfach nur zum See. Sonst würde es uns fast so ergehen. Ja, dann bräuchten wir auch Antibiotika. Ich wollte schon sagen, dann würde es uns so ergehen wie Joel, aber Joel hat mehr als nur ein kleines Fieberchen. Da sind Leute wieder. Oh Mann. Hier sind Flaschen. Woher wollen die überhaupt wissen, dass wir noch hier sind? Wahrscheinlich durchkämmen sie das gesamte Gebiet. Ja, dein Kumpel ist tot. Ich habe noch einen Pfeil. Komm schon. Come on, show yourself. Hättest vorsichtiger sein sollen. Und dich nicht mit uns anlegen. Das hättest du auch nicht tun sollen. Oh Mann, ey. Wieso lernen die das nicht? Ernsthaft, ich an deren Stelle, ich hätte schon lange aufgegeben. Und noch mehr, was soll das? Ernsthaft? Wie viele kommen denn da? Wie viele sind das? Und es sind bisher nur Männer. Ich fällt gerade allgemein auf, dass wir bisher nur gegen Männer gekämpft haben, abgesehen von Infizierten. Und zumindest dieses Kind. Das Kind tötet mehr als du. Was sollte dir das so denken geben? Hat sein Kumpel gefunden. Ich glaube, der hat uns gesehen. Und der Pfeil ist abgebrochen. Das heißt, wir haben nur noch einen Pfeil. Ich weiß nicht, wie wertvoll Jagdgewehrmunition ist. Ich habe so das Gefühl, die ist ziemlich wertvoll. Alter, der Schnee, der macht es noch brutaler, wenn wir hier Leute erschießen. Aber sieht schon geil aus. Muss man schon sagen. Und ich hoffe, die haben nicht nur unser Pferd erschossen. Ich hoffe, die haben nicht nur unser Pferd erschossen, sondern ich hoffe auch, dass die. Moment mal. Ich hoffe, dass sie nur unser Pferd erschossen haben, nicht, dass sie noch gesagt haben, ey, die kamen hierher, durchsuchen wir doch mal die Häuser. Komme ich hier raus? Die Frage ist leicht zu beantworten, wir gehen hier durch. Denn offensichtlich kann man hier unten durch. Tore sind verschlossen. Ja, ich will hier nicht festsitzen. Ellie, du musst verstehen, dass du nicht mit den Leuten eingeschlossen wärst. Die Leute wären mit dir eingeschlossen. Machen wir uns mal ein Medkit. Immer ein Medkit, das sollte man immer haben. Okay. Da geht's nicht hoch. I don't know, where's the way out?
Das ist derzeit unwichtig, wo es rausgeht. Ich will mich hier erstmal umsehen. Alkohol und andere Dinge. Können wir noch nichts craften. Das heißt, wir müssen noch mehr finden. Das hier ist ein Restaurant gewesen. Hier ist sonst nichts, oder? Trotzdem ist ein Restaurant. Ist kein Snickers, nichts. Ah, sowas haben wir auch. Gut, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe gedacht, wir hätten eine Rauchbombe aufgehoben, aber es war wohl nur Zucker. Fuck. Ernsthaft? Sie ist auf dieser Seite der Hütte? Ernsthaft? Was haben sie uns verloren? Können wir da nicht hoch? Nee, ne? Nee, wie immer sind die Treppen blockiert. Das ist so ätzend. Die wissen, dass wir hier sind. Das war plötzlich, wir können... Okay, wir können nicht nur Infizierte nicht von vorne angreifen, wir können allgemein niemanden von vorne angreifen. Oh, ich vermisse es, Joel zu steuern, da waren wir so schön stark. Oh, Mann. Es ist aber schön, dass sie darauf geachtet haben, dass Ellie eben schwächer ist als Joel. Da muss man etwas anders spielen, kann man nicht mehr reingehen und alles umballern, da muss man leise vorgehen. Finde ich gut. Könnten natürlich einige Idioten schreien, es ist Sexismus, Frauen sind genauso stark wie Männer. Erstens ist das nicht wahr. Die können genauso stark werden, aber nicht durch, dafür brauchen sie viel mehr Training als Männer. Das ist nun mal so. Wir hatten hier doch noch Zeugs. Wieso können wir denn jetzt kein Medkit mehr machen? Und zweitens ist Ellie nur ein 14-jähriges Mädchen. Ja, ich wusste's. Das muss man auch bedenken. Ellie ist nicht nur eine Frau. Das heißt, nicht nur biologisch gesehen, also nicht nur deswegen ist ihre Muskelstruktur schwächer, sondern sie ist auch noch ein 14-jähriges Mädchen, bald 15. Ich weiß ja nicht, wann die Geburtstag hat. Würde mich echt mal interessieren, ob die... Ja. Yeah. Okay, das waren die beiden. Kommt der denn jetzt her? Das war plötzlich. Gute Arbeit, Ellie. Ich bin beeindruckt. Was sie in Stärke fehlt, das macht sie in Finesse wett. Also, das... Oh, shit. Wo rennt ihr denn hin? Wenn man ganz genau hinhört, dann kann man hören, dass Ellies Nase verstopft ist. Das finde ich super. Komm. Der wäre erledigt. Wir sehen, wie viele hier noch bleiben. Ja, da ist der Ausgang, aber nicht zu übermütig werden.
Wir wollen ja nicht von hinten überrascht werden, wenn wir rausgehen. Weil ich glaube, hier ist nichts mehr. Hörst du das? Hörst du, was ich meine? Er atmet durch die Nase durch. Und man hört, wie sie es hochzieht, also wie die Nase verstopft ist. Ich kann hier mal das Spiel lauter machen. So, ich glaube, man hat es ein bisschen gehört. Wahrscheinlich hat man es auch schon so gehört. Ich glaube, ich muss dafür das Spiel gar nicht lauter machen. Ich mache ja die Spiele nicht künstlich leiser, außer wenn ich rede. Anders als andere Let's Player, die Spiele leiser machen. Manchmal muss man es machen, aber bei Last of Us, finde ich, muss man das eigentlich nicht machen. Wir haben ein Medikit. Ich würde mal sagen, wir machen uns einen Molotow, nur für den Fall der Fälle. Ich hoffe, das müssen wir nie einsetzen. Da ist der hier Ausgang. Ah, komm. Na komm. Ach nee. Relax. Keeping you alive here. There you go. There you go. Na toll. Kannibalen. How are you feeling? Super. Here. You should eat. I know you're hungry. You've been out for quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? No. No, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. Awfully quick to judgment, considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice? Is that it? You kill to survive, and so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary, I've been, quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm gonna be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Oh. Girl, you are making it very difficult to keep you alive. What am I supposed to tell the others now? Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? Hmm?
tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Ich glaube, wir müssen Ellie retten. Das kleine Mädchen, das kann man auch nie allein lassen. Immer wird's. Na gut, lassen wir das. Erstmal. Komisch, unsere Ausrüstung ist anders als beim letzten Mal. Ne, Moment, das ist genau die gleiche Ausrüstung. Das ist interessant. Ellie hat nichts von unserer Ausrüstung genommen. Und was ein Zufall, dass wir genau im richtigen Moment aufgewacht sind, ne? Ellie muss, ist in Schwierigkeiten. Ich nenne es mal Vaterinstinkt, ne? Ich glaube, unterdessen kann man sagen, Joel und Ellie sehen sich als Vater und Tochter. Da muss man nicht mehr um den heißen Brei rumreden. Und wenn David uns... Wenn der mir vor die Flinte läuft, dann ist der sowas von tot. Das Pferd ist nicht da, wir haben hier aber ein Kleidungsstück. Wir haben ja gemeint ziemlich viele Kleidungsstücke und Holz, nee, Pappkartons. Ich frag mich ja, wie lange die hier in der Hütte gelebt haben. Gut, eigentlich haben wir keine Zeit, hier rumzulaufen und doofe Fragen zu stellen. Da ist alles... Also Ellie hätte schon mal ein bisschen aufräumen können. Wundert mich auch, dass die Tür nicht verrammelt ist. Okay, wo ist die? Ellie! Wo ist sie runtergegangen? Ja, vor allem, wie willst du ihr folgen? Ich glaube nicht, dass sie noch bei der Hütte ist, wo wir waren. Und ich glaube, ein Schneesturm zieht auf. Kann das sein? Oh, fuck. Wo kommen die denn her? Alter. Willst du... Gerade vom Krankenbett runter und schon wieder beschossen. Where is she? Ja, das ist die Frage, die ich... hören wollte. Da! Die lernt's nicht, ne? Nein, da ist schon lange nichts mehr drin. Was sagst du? Ah, wir brauchen das Medkit. So eine Scheiße. Move it! Don't let him get you! Die rennen. Die haben Angst vor uns. Die haben Angst vor uns. Ja, ja, rennt nur. Das würde euch auch nicht helfen. Wir kommen hinterher. Ich glaube, nur die können uns sagen, wo die ist. Natürlich können nur sie sagen, wo die ist. Ah, Mann. Keep running! One way or another, you're gonna tell me! Die sollen weiter wegrennen? Ich finde das irgendwie so geil. Alter, wir sind verletzt und die rennen vor uns weg. Da
Damit sparen wir uns auch, gebückt rumzulaufen. Okay, wo sind die? Schon wieder. You wait here. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus, right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait! Wakey, wakey. Come on. Let's go! I warned you. I'm infected. Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it. I'll play along. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Schneesturm. What the fuck is wrong with these people? Where you going, Ellie? This is my town. Mhm. Deswegen stehen die Leute ja auch so sehr hinter dir, nicht wahr? Besonders wenn du infiziert bist. Gut, er hat gesagt, sie ist besonders. Er hat uns nur auf eine andere. I need a gun. Ja, du brauchst eine Waffe, Junge. Mädchen. Können wir hier vielleicht durch? Ja. Ja, ein kleines Medikit. Besser als nichts. Wir brauchen noch eine Waffe und einen Wäschewagen. Wieso gibt's hier so viele Wäschewagen? Wäschewägen. Infected. What? The girl. She's infected and she got out. This is bad, David. I need you to round up everyone who isn't armed and get them clear out of here. Oh my god. I'll take the kids to shelter. Oh fuck. Ich bringe die Kinder in Sicherheit. Die haben tatsächlich Kinder und Frauen hier. Und trotzdem sind es Kannibalen.
Wahrscheinlich ist genauso, wie David gesagt hat, sie tun das, was sie müssen, um zu überleben. Das Problem ist nur, dass sie sich mit uns angelegt haben. Das hätten sie nicht tun sollen. Let's clean this mess up, then we can have a town meeting. Put his leadership up to a vote. Das ist tatsächlich seine Stadt. Aber die Leute stehen nicht hinter ihm. Oh shit! Ja, Räuber für Revolver endlich. Where are you? Let's go check over here. Wenigstens etwas. Ich würde mich gerne vorbeischleichen. Ja, da liegt dein Kumpel. Gehen wir mal hier raus. Wir haben nämlich nur einen Schuss. Nicht ideal, um gegen die zu kämpfen. Weil ich sehe hier fast nichts. Eigentlich müssen wir doch nur warten, bis die Infektion David umgebracht hat. Es sei denn, die Viren, die sie überträgt, oder die Infektion, die sie überträgt, töten nicht. Beziehungsweise breiten sich nicht aus. Das wäre interessant zu beobachten. Oh Mann, ey. Können wir eventuell hier unten... Ja, geht sogar. Na komm schon, rein da. Hier hoch. Sind wir trotzdem hier oben, oder? Nein. Wir müssen uns durchschleichen, wir können uns da nicht durchschießen. Oh Gott. Und wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Ich verabschiede mich mal für diese Folge und wir sehen uns dann. Ich weiß, es ist ein blöder Schnitt, aber trotzdem. Ich verabschiede mich für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.